Hallo meine Lieben, eine neue Geschichte für euch mit freundlicher Genehmigung von Edward Morella, gesprochen von Nicole Kreativgalerie. Du bist meine Geschichte und Geschichte wiederholt sich immer zweimal. Das erste Mal real, das zweite Mal als Wunschdenken. Ich weiß, das erste Mal war alles real, warst du real. Deine weichen, mich streichelnden Hände, deine zarten, mich küssenden Lippen, deine strahlenden, mich anschauenden Augen. Heute jedoch bist du nicht mehr real. Heute bist du nur noch in meinen Gedanken, die mir immer wieder sagen, wie sehr du mich geliebt hast und wie gut du mir doch tatest. Du warst meine Geschichte, jedoch wird sich unsere niemals wiederholen. Ich weiß noch, wie du neben mir standest, mit deinen wunderschönen langen Haaren. Und ich wollte nur, dass du mir vertraust. Das tatest du auch. Ich kam dir langsam näher, spürte dein Herz rasen, deinen Atem schneller werdend. Ich berührte deine zarten Lippen. Und es war wie eine Explosion allen Glücksgefühls. Ich spürte jede Faser deiner Lippen. Wir küssten uns gefühlt eine Minute lang, intensiv, zärtlich, begehrend. Doch wenn ich nun im Schmerz zurückblicke, würde ich all dies noch einmal auf mich nehmen. All die Sehnsucht, all den Schmerz, all die Trauer und Leidenschaft. Deine Lippen würde ich noch einmal zärtlich berühren wollen und niemals wieder damit aufhören. Ein Text mit freundlicher Genehmigung von Edward Morella, gesprochen von Nicole Kreativgalerie.